Ich begrüße Sie zu einem weiteren Video, diesmal mit dem Thema Webdesign. Mein Name ist Ralf Becker von rbsoftware.de und ich möchte Ihnen in diesem Screencasting die wichtigsten Aspekte für ein modernes Webdesign erläutern. Da dieses Thema sehr vielschichtig ist, richtet sich dieses Screencasting an interessierte Website-Betreiber und Grafiker, welche verstehen möchten, wie so ein Webdesign aufgebaut ist. Dabei erkläre ich zum einen unterschiedliche Strategien, wie man an sein eigenes Design kommen kann und erkläre zum anderen, was der Unterschied zwischen einem älteren statischen Design und einem modernen responsive Design ist, welches auch für Smartphones und andere Geräte optimal funktioniert. Alle Aspekte beziehen sich auf das primäre Webdesign und deren Aufbau und sind nicht an einem speziellen CMS, also Content Management System, gebunden. Ich zeige lediglich einige Vorgehensweisen am Beispiel von Typo 3, was so ähnlich auch unter WordPress, Joomla, Drupal oder anderen Systemen so oder so ähnlich funktioniert. Da die Unterthemen sehr umfangreich sind, splitte ich die Themen in mehrere Videos auf. Die Links blende ich an geeigneter Stelle ein und schreibe sie zusätzlich auch in die Videobeschreibung. Sind Sie bereit? Also los geht's. Unterschiedliche Strategien. Es gibt drei unterschiedliche Möglichkeiten, an ein neues Design zu gelangen. A. Sie beauftragen ein komplett neues, individuell gestaltetes Design bei einem Grafiker bzw. Webdesigner, welcher ein Design genau nach Ihren Vorstellungen erstellt. B. Sie kaufen sich eine bereits erstellte Designvorlage aus dem Internet und übernehmen dieses Design so, wie es ist. C. Sie benutzen eine solche Vorlage wie unter B gezeigt und passen diese Ihren Vorstellungen an bzw. lassen es anpassen. Dieses Design können Sie dann als Ihre Website benutzen bzw. in Ihre Website einbauen, falls Sie ein CMS benutzen. So einfach ist das alles? Wenn Sie Glück haben, ja. Aber was hat es mit Glück zu tun, denken Sie jetzt vielleicht gerade. Nun, es sind noch weitere Aspekte zu beachten, wenn Sie keine Abstriche machen wollen und Wert auf ein wirklich modernes und valides Webdesign legen. Denn Websites werden heutzutage nicht nur über einen PC besucht, sondern in einem steigenden Maße auch mobil, sprich über Tablets oder Smartphones oder andere Geräte. Je nach Art der Website liegen die mobilen Besucherzahlen zwischen 5% und 30%, also schon einige Leute, welche ihre Websites vielleicht mobil besuchen würden, wenn es denn funktioniert. Wie kann man jedoch feststellen, ob ein Design ein gutes technisches Niveau hat und valide ist? Dazu muss ich zunächst erklären, wie überhaupt so ein Webdesign aufgebaut ist. Doch dazu komme ich später. Damit der Vortrag jetzt nicht zu theoretisch wird, möchte ich diese drei Punkte zu einem eigenen Design nochmal kurz hier auch am Monitor erläutern und darstellen. Wenn Sie also wie im ersten Beispiel ein eigenes individuelles Grafikdesign oder Webdesign von einem Grafiker oder Webdesigner beauftragen, dann wird der mit seinen Werkzeugen einen Entwurf anfertigen. Dieser Entwurf sieht dann so aus wie beispielsweise ein Screen Copy, also so ein Bildschirmfoto, eine Bildschirmkopie einer imaginären Website, so wie sie sich darstellt, wenn man mit dem Browser diese Website nachher besucht. Also vom Prinzip her eine Grafik, eine Bilddatei, die so ein Design zeigt schon mal. Also wie hier zum Beispiel meine Website, wo man dann so sieht, hier oben gibt es eine Menüebene, hier gibt es Menüs, hier gibt es so einen Header-Bereich, hier gibt es Grafiken und Logo. Und dann gibt es hier eine bestimmte Aufteilung, wie in dem Fall hier so eine dreispaltige Geschichte. Fotos, Überschriften etc. mehr, solche Boxen. Das sind solche Elemente eines Webdesigns. Und wenn man jetzt hier vorne quasi ein Bildschirmcopy macht, mache das jetzt mal gerade so zur Demonstration. Mache ich jetzt mal mit hier so einem Tool, mache ich mal hier so ein Screencopy. Ja, da kann man jetzt hier so einen Bereich aufziehen. Ich mache das jetzt mal demomäßig so und mache mal jetzt hier, sage ich jetzt mal Test, und ich lade das jetzt gerade mal eben und werde dann das hier rüberschieben auf den Aufzeichnungsmonitor.
Ja, ich habe das jetzt hier geladen. Und man sieht hier, das ist jetzt aber nichts weiter als eine Grafik. Ja, man sieht hier eine Screen-Copy, die ich da gemacht habe. Ja, das sieht man, wenn ich das jetzt hier so entwickelt hätte, mit Photoshop beispielsweise, dann würde es hier eine so eine Grafik geben, die könnte ich jetzt hier meinem Kunden zeigen und sagen, so, ich sag Design, so sieht das aus, gefällt Ihnen das, die Schrifttypen, Arten und so weiter. Ja, nein. Und wenn der Kunde, der Auftraggeber sagt, ja, so möchte ich das haben, dann kommt nachher der nächste Schritt, dass man dann dieses Design einbindet. Denn im Gegensatz zur Grafik ist das ja hier ein lebendiges System. Das heißt, ich kann ja hier auf die Links klicken, das funktioniert ja. Bei diesem Entwurf funktioniert das natürlich nicht. Ne? Wenn man so eine Grafik, kann man sich dann nur vorstellen, schon mal wie das aussieht und wie die Schrifttypen aussehen und so weiter. Das ist die Arbeit des Webdesigners. So geht er vor. Und wenn man Grafikentwurf abnimmt, dann wird erst begonnen, das dann in technische Funktionalität auch umzusetzen, dieses Outfit. Dazu werde ich ein separates Screencasting nochmal fertigen, wie so ein Webdesign erzeugt wird und aus welchen Komponenten das besteht und wie die technische Struktur ist. Das würde jetzt hier an der Stelle zu weit führen. Eine weitere Möglichkeit, die ich angesprochen hatte, an ein eigenes Design zu kommen, ist die Möglichkeit, sich eine Designvorlage aus dem Internet zu besorgen. Der erste scheinbare Vorteil, dass es unglaublich viele Angebote im Internet gibt, kann auch gleichzeitig ein Nachteil sein, wenn man nämlich nicht genau weiß, worauf man achten muss und worum es geht und was wir suchen. Darüber hinaus, bevor ich gleich da einsteige in die Thematik, möchte ich noch eben auf das Thema Baukastensysteme kommen. Dieses Screencasting hier bezieht sich auf echte, unabhängige Templates. Also auf unabhängige Designvorlagen. Unabhängig aus dem technischen Aspekt, dass ich nachher, wenn ich so eine Designvorlage kaufe oder eben auch eine kostenlose herunterlade, dass ich die bei mir zu 100% unabhängig im Zugriff habe. Das heißt also, ich werde diese Templates auf meiner Festplatte speichern können, dort bearbeiten und benutzen. Das ist jetzt vollkommen unwichtig, ob ich ein kostenloses Template benutze oder mir eins kaufe. Voraussetzung ist, das geht in meinen Besitz über und ich habe zumindest eine uneingeschränkte Nutzungsmöglichkeit. Die Lizenzen, die es dort gibt, sind auch unterschiedlich. Auch da möchte ich jetzt nicht im Detail eingehen. In der Regel ist das so, dass man diese Templates dann für seine eigenen Zwecke anpassen darf und benutzen darf. Um mehr geht es uns ja auch in der Regel nicht, wenn wir eine eigene Website erstellen wollen. Die Baukastensysteme, da funktioniert das anders. Die haben auch den Begriff Templates und Vorlagen. Allerdings haben wir da das Problem, dass wir die Templates nicht auf unserem Rechner haben. Und dass diese Vorlagen, die wir da benutzen können, gebunden sind an den Hersteller. Es gibt also verschiedene Hoster. Hoster sind Webserveranbieter, wie zum Beispiel 1&1, bieten Webserver an und gleichzeitig auch Baukastensysteme. Es gibt die Telekom bietet sowas an und viele andere Hersteller auch. Ein weiterer bekannter Hersteller eines Baukastensystems ist Jimdo. Jimdo ist so ein kleines CMS-System, unter welchem man auch Websites erstellen kann. Der eine Vorteil ist bei Jimdo, dass die Benutzung dieser Software, dieser CMS-Software, relativ einfach ist. Und der zweite Vorteil ist, dass das relativ günstig ist. Man kann da also für ein paar Euro im Monat schon so eine eigene Website zusammenbauen. Der Nachteil ist, dass ich mit dieser Website nicht umziehen kann. Das heißt, wenn ich dort unter Jimdo eine Website eingerichtet habe, dann ist die A bei Jimdo auch gehostet. Das heißt, der Hoster, der Webserveranbieter ist dann gleichzeitig auch die Firma Jimdo. Und ja, ich kann die ganzen Templates und Funktionen, die Jimdo anbietet, benutzen, aber keine externen. Das ist also das Problem. Ich bin da gebunden an diesem Hoster. Das ist für mich zum Beispiel auch ein Aspekt, der nicht in Frage kommt, weil ich dadurch gewisse Grenzen schon im Vorfeld schon klar. Also das ist der Punkt Baukastensysteme. Die Templates, von denen ich hier spreche und die ich in diesem Screencasting vorführe,
haben eine offene Struktur und eine freie Verfügbarkeit. Das heißt, unabhängig davon, ob ich die kaufe oder nicht kaufe, also ob ich ein kostenloses Template mir besorge oder eins käuflich erwerbe, Voraussetzung ist, dass ich dieses Template mit allen Dateien, die benötigt werden, auf meiner Festplatte speichern und benutzen kann. Das ist bei diesen ganzen Baukastensystemen nicht gegeben, deswegen werden die auch nicht berücksichtigt. Und so, und dann andere Dinge, andere Templates kommen auch nicht in Frage, warum, wird man jetzt gleich sehen. Um jetzt überhaupt fündig zu werden und einen Eindruck zu bekommen, wie viele Templates es da so gibt im Internet und beziehungsweise wie viele Anbieter, kann ich mal eine Google-Recherche machen. Ich habe dafür hier schon mal Google gestartet mit dem Suchbegriffen Template Responsive Design und habe dann auch schon direkt 22 Millionen Treffer erzielt und kann jetzt sehen, dass es hier also eine unglaublich große Angebot verschiedener Templates gibt. Als Richtschnur, damit man schneller zum Ziel kommt, ist hier dieses Schlagwort responsive ganz wichtig. Was nachher tatsächlich responsive ist und wo nur responsive draufsteht, erfahre aber auch weiter im Zuge dieses Screencasting. Da gibt es dann halt eben so bestimmte Dinge, bestimmte Werkzeuge und Verfahren, wie wir solche Templates testen können. Was wir noch als Richtschnur verwenden können, das ist, dass diese Responsive Designs auf jeden Fall immer HTML5 und CSS3 sein müssen, weil erst ab dieser HTML-Version und dieser CSS-Version wurden Designs, Webdesigns responsive, also sprich frei skalierbar für unterschiedliche Endgeräte, das ist ja der Begriff responsive. Damit dieser Begriff dann auch nochmal klar wird, habe ich hier auch die Wikipedia-Seite mal aufgerufen. Hier kann man dann nachschauen, was ist denn überhaupt responsive nochmal, wie hängt das zusammen, wie funktioniert das, ist hier übersichtlich und kurz und knapp beschrieben. Auch hier sieht man, dass man dafür HTML5, CSS3 auf jeden Fall braucht und meistens auch JavaScript. Ich werde diese Seite hier, diese Wikipedia-Seite, auch in der Videobeschreibung verlinken. Zurück hier wieder zu den Suchergebnissen zum Thema Templates. Ja, worauf ist noch zu achten? Dass, wie ich schon vorhin sagte, dass wenn wir uns irgendwo ein Template herunterladen, dass wir das dann auf unserer Festplatte haben, vollständig und auch bearbeiten können. Es gibt zum Beispiel Anbieter, wo das nicht möglich ist. Einen zeige ich jetzt gerade mal eben. Da ist diese technische Struktur verwirrend und die Lizenzbedingungen sind auch verwirrend. Ich gehe jetzt mal eben hin und zeige direkt einen der Marktführer. Das ist Adobe. Adobe Muse heißt zum Beispiel eines der aktuellsten Designerprogramme von Adobe. Mit Adobe Muse beispielsweise kann man halt eben solche Webdesigns entwickeln und dann relativ komfortabel editieren und erstellen. Adobe verspricht, dass man keinerlei Programmierkenntnisse und Designerkenntnisse benötigt, also hier Webdesignerkenntnisse benötigt und damit dann professionelle Webdesigns erstellen kann. Ich selbst persönlich habe noch keinen kennengelernt, der das tatsächlich dann auch konnte. Diejenigen, die mit Adobe Muse brauchbare Designs produzieren können, haben auch Ahnung von der Materie. Also sprich, die sind dann entweder Webdesigner oder halt eben Mediendesigner, die diesen Beruf ja lernen von der Pike auf. Die können dann gegebenenfalls mit Adobe Muse arbeiten. Der große Nachteil hier bei überhaupt aller Adobe Software ist, dass man als Kunde, als Anwender gebunden wird an Adobe. Man kann diese Software nicht mehr einfach kaufen und auf seinem Rechner installieren, damit arbeiten, wenn man möchte und hat die Dateien auf seinem Rechner, sondern deren neues Vertriebskonzept sieht so aus, dass man sich in der Creative Cloud, das ist so ein Netzwerkanschluss, einmieten kann, so ein Abo erstellen kann und dann kann man mit der modernsten Software von denen immer arbeiten und die Arbeiten werden auch in der Cloud gespeichert, also sprich auf diesem fremden Rechner von denen. Ja, der Vorteil ist, ich brauche mich um nichts kümmern. Ich kann überall auf der Welt arbeiten, brauche nur diesen Internetzugriff haben und kann immer mit der modernsten Software, die ich da abonniert habe oder geleast habe, arbeiten. Brauche mich um keine Updates kümmern und so weiter und brauche mich auch nicht da mit den Datensicherung und Datenspeicherung beschäftigen. Ich habe da einfach meine Arbeiten bei denen in der Cloud gespeichert. Der Nachteil wird sofort ersichtlich.
Ich kann da nicht mehr kündigen. Wenn ich da mein Abo kündige, nach einer gewissen Zeit sind auch meine Arbeiten weg. Wenn die Arbeiten abgeschlossen sind und ich da nicht mehr dran brauche und der Kunde nicht mehr irgendwann von mir einen Relaunch haben will, also eine neuere Version, dann ist alles gut, dann könnte ich theoretisch da kündigen nach Abschluss aller Arbeiten, aber das ist eher unwahrscheinlich. Das heißt, jeder, der damit professionell arbeitet, ist, je länger der damit arbeitet, desto angewiesener ist er auf dieses Abo und ist in einer ziemlich fürchterlichen Abhängigkeit. Deswegen gehe ich hier nachher im Laufe des Screencasts nicht weiter auf Adobe Muse ein. Das trifft übrigens auch auf alle anderen Adobe-Programme zu. Das jetzt InDesign ist oder Dreamweaver, Photoshop und so weiter, alles geht in diese Richtung da mit der Creative Cloud. Und ich bin strikt gegen diese Abhängigkeit. Meine Templates und Werkzeuge sind bei mir immer auf der Festplatte. Ich habe hundertprozentig den Zugriff drauf und die Kontrolle darüber. Und das empfehle ich auch jedem anderen, der unabhängig arbeiten möchte. Also so viel hier zu dem Thema Adobe. Darüber hinaus sieht man dann auch schon, es gibt hier eine Seite, ich habe mal eine aufgerufen, die, das sind hier so Beispiele, die ich da mal geladen habe, das mache ich mal zu. Hier gibt es dann so eine Website Free Muse Templates, da kann man dann kostenlose Adobe Templates runterladen. Also hier sieht man, dass hier die relativ wenig kosten, 49 Dollar. Kann man sich dann so verschiedene Templates von denen herunterladen. Eingeschränkt responsive fähig. Warum eingeschränkt, will ich jetzt auch gar nicht mal erklären. Ich habe es ja halt eben ermittelt und man kann mich ja mal anschreiben und fragen, wenn da bestimmte Fragen jetzt speziell zu Adobe Muse existieren. Ein Bereich, der hier auffällig ist, dass wenn man sich so ein freies Template zum Beispiel runterlädt, ich habe mal eins gefunden, und habe es dann mal gespeichert. Da fällt auf, dass das gar kein normales Template ist. Ja, das heißt, ich gehe mal gerade hin und guck mal, wo ich das habe. Ich suche das gerade mal hier. So, da habe ich mal eins runtergeladen hier. Das ist das hier, Journey. Ja, man sieht hier so eine Reiseveranstalter Journey. Das habe ich hier gespeichert mal auf meinem lokalen Webserver. Und dann sieht man, dass man hier nur Grafiken hat, PNG-Dateien und JPEGs. Hier ist noch eine Photoshop-Datei. Und ansonsten hat man hier nichts weiter als Grafiken und hier so eine Datei, die da .muse, Muse heißt, Muse. Und ja, da kannst du nichts mehr anfangen. Diese Datenbank hier, das ist eine Datenbank, das sehe ich jetzt hier, zeige ich dir mir an, ist eine SQLite3-Datenbank. Da drin sind dann die ganzen Daten gespeichert, die man da mit Adobe Muse erzeugt hat, also das Design und so weiter, das Outfit ist dann in dieser Datenbank gespeichert. Und ja, und daran sieht man dann auch schon, dass man hier gar keine Möglichkeit hat, extern damit zu arbeiten. Also auch die Templates, die mit Adobe Muse erzeugt werden, brauchen einen bestimmten Hoster, der dann diese Template-Dateien auch verarbeiten kann und darstellen kann. Also das ist völliges No-Go. Da basiert, wie gesagt, dann auch jetzt mein Screencasting drauf. Ist eine Philosophiegeschichte. Adobe gehört mit zu den erfolgreichsten Softwareherstellern auf der ganzen Welt. Photoshop ist unglaublich bekannte und auch leistungsfähige Software. Aber der Abhängigkeitsfaktor, der wird immer größer und der schmeckt mir persönlich als freier Entwickler gar nicht so gut. Ich zeige mal jetzt hier so ein paar andere Dateien, die ich jetzt schon mal runtergeladen habe. Das ist hier beispielsweise der Ordner von Eleganter. Das ist hier so ein Template, was ich mir hier runtergeladen habe. Ich weiß gar nicht jetzt genau wo. Da kann man dann auch ein freies Responsive Design konnte man sich hier runterladen aus so einer größeren Auswahl. Und ich habe das jetzt hier einfach mal, wie man sieht, hier auf meinem lokalen Server jetzt mal einfach aufgerufen. Hier kann ich dann hier umschalten und kann mal gucken, dreispaltiges Design und auf der linken Seite das Menü und auf der rechten Seite das Menü oder gar kein Menü. Und so, dann kann ich jetzt hier so schauen, ob mir das alles so gefällt. Und wenn ich jetzt hier irgendwelche Änderungen vornehmen wollte, müsste ich das in den Dateien, in den Programmdateien dieses Templates machen. Und dafür gucke ich dann hier auf meiner Festplatte.
Und da sehe ich hier, liegen die ganzen Dateien. Ich sehe hier, liegt meine HTML-Datei. Und ich sehe, dass da auch die CSS-Dateien liegen, von denen ich schon gesprochen habe. Ja, ich sehe hier die Haupt-CSS-Datei. Und da sehe ich dann auch, sind teilweise ein paar Bilder drin. Und hier sind noch weitere Bilder drin, die ich hier in dem Template drin habe. Und ich kann jetzt hier beispielsweise die CSS-Datei laden, die Haupt-CSS-Datei laden mit einem Editor. Die genauen Vorgehensweise werde ich dann in einem anderen Screencasting zeigen. Und hier sehe ich dann die ganzen Anweisungen für die Hintergrundfarbe etc. Das ist jetzt hier die CSS-Sprache sozusagen, um halt so ein Design nachher anpassen zu können, muss man sich so ein bisschen hier auch in CSS eingearbeitet haben. Das ist nicht unbedingt einfach und oder beziehungsweise wenig. Das ist schon eine ganze Menge Wissen, was man da haben muss. Und deswegen ist halt umso wichtiger, dass die Dateien, die so einem Design zugrunde liegen, die auch viel Arbeit bedeuten können und meistens auch bedeuten, liegen dann hier bei mir auf dem Rechner und ich habe die Hoheit über diese Daten. Ja, also so sollte es aussehen, wenn man sich ein Design runterlädt, auf Festplatte abspeichert, sollten auf jeden Fall diese Dateien, die hier auch über den Quellcode angezeigt werden können, die ganzen gesamten Dateien, die müssen auf dem lokalen Rechner verfügbar sein. Ja, alles andere, wenn da so ein Verweis auf irgendein Baukastensystem oder auf irgendwelche komischen Server da vorhanden sind, Finger von weglassen, auch wenn CSS-Dateien nicht von dem eigenen Server geladen werden, sondern vom fremden Server. Genauso bei zum Beispiel JavaScript, da gibt es nur wenige Ausnahmen, die zuträglich sind, wie zum Beispiel Google-Skripts und so, die kann man dann auch benutzen, das ist auch üblich. Aber ansonsten hier CSS-Anweisungen müssen immer auf dem eigenen Server liegen. Genauso wie auch Grafiken und andere Daten auch, ja. So viel zum Thema Abhängigkeit oder Unabhängigkeit. Hier gehen wir jetzt mal wieder zurück zu der Suchübersicht. Und jetzt wissen wir schon einige Dinge. Ja, wir wissen jetzt also schon, dass wir wirklich, wie so ein Webdesign technisch aussieht. Nochmal zur Erinnerung, ja, auf der Festplatte nachher, wenn man so ein Design runterlädt, meistens sind da ZIP-Dateien, ich habe hier so ein paar ZIP-Dateien liegen, da sieht man das, ne? Wenn man da dann hier so diese ZIP-Datei öffnet, dann sieht man, da sind die Dateien drin, kann man dann auspacken auf seinem Rechner, kann die dann anpassen und nach der Anpassung kann man die dann auf den eigentlichen Webserver hochladen und in Betrieb nehmen. So ist schon mal von der technischen Struktur her, haben die Designs auszusehen. Ja, Baukastensysteme ist auch klar, wenn man irgendwelche Templates in einem Baukastensystem da so sieht oder findet, hier im Zuge der Google-Suche Finger von weglassen, weil alles, was man nicht auf der Festplatte laden kann, ist nicht das, was wir suchen. Gut, was responsive ist, habe ich auch kurz angerissen, da kann man sich jetzt genauer einlesen, wie responsive tatsächlich funktioniert. Ja, und jetzt könnte man losgehen und jetzt irgendwelche Übersichtsseiten aufrufen. Ich habe es ja hier schon mal gemacht mit Template Monster. Und jetzt könnte man sich für ein Design entscheiden. Man könnte jetzt beispielsweise dieses hier nehmen, mal aufrufen, Live-Demo und jetzt auf Herz und Nieren prüfen. Man könnte diese URL zum Beispiel, diese Internetadresse hier, benutzen und zum Beispiel auf responsive testen. Dafür hat man hier bei Template Monster eigene Möglichkeiten. Man kann hier zum Beispiel ein iPhone quer benutzen und schauen, wie die Inhalte, wie das Design sich darstellt. Das gleiche mit Hochkant für Quer- und Hochkant-Tablet. Und für Desktop-PC, diese Möglichkeiten hier, die sind relativ eingeschränkt. Das ist hier fast alles hier so iPad und iPhone. Es gibt natürlich deutlich mehr als nur Apple-Software bzw. Geräte.
Und deswegen habe ich hier noch ein weiteres Testsystem. Das ist hier unter der Internetadresse QuirksTools, kann man hier einen sogenannten Simulator aufrufen. Ja, und ich habe hier jetzt mal so ein anderes Responsive Web Design mal jetzt hier so schon geladen. Und wenn ich hier jetzt auf diese 1:1 Darstellung gehe, also hier beispielsweise eine 1000er Auflösung eines Notebooks oder Netbooks, dann stellt sich das die Internetseite so dar. Und man kann die hier auch interaktiv benutzen und sieht dann, wie das Design auf einem Desktop-PC aussieht. Und ich kann hier hingehen auf dieses Mobil-Icon klicken und zum Beispiel hier so ein Standard iPhone 3 oder 4 aufrufen und sehe dann, dass sich dieses Design ganz anders verhält. Ja, das Menü hier oben ist verschwunden. Ich schalte mal gerade eben kurz zurück. Ja, ich habe hier oben so ein klassisches Menü. Und wenn ich auf ein Smartphone umschalte, dann sehe ich, dass das Menü verschwindet. Stattdessen kommt hier so ein Icon. Und wenn ich das anklicke, habe ich dann die Möglichkeit, hier eine Seite aufzurufen und sehe hier, dass sich das schön alles einspaltig, schön übersichtlich und gut lesbar darstellt. Und ich kann jetzt hier so dieses Menü so benutzen, indem ich dieses Icon hier anklicke. Natürlich gibt es nicht nur iPhone, ich habe es ja gerade schon erwähnt, sondern es gibt natürlich auch noch andere Smartphones. Es gibt hier beispielsweise Android-Telefone, hier in diesem Fall ein Samsung. Und mit dieser Auflösung, mit diesen Pixeln oder auch hier ein BlackBerry, wieder mit einer anderen Auflösung, mit einem anderen Display. Und ich kann jetzt hier überall mit diesen verschiedenen Auflösungen arbeiten und ausprobieren, ob das funktioniert. Ja, so kann ich hier unterschiedlichste Geräte ausprobieren und gucken, wie sich die Webseite dann hier drin in diesem Simulator darstellt. Ich habe hier auch nochmal einen Reiter für gängige Tablet-PCs. Auch da sieht man dann, je nachdem wie groß die Auflösung ist, wird dann halt eben dieses Menü ausgeblendet, so wie hier in dem Fall. Oder aber, wenn das Tablet vielleicht nochmal eine Nummer größer ist, auch wieder eingeblendet. Ja, es bleibt jetzt hier offensichtlich ausgeblendet. Und ja, so kann ich jetzt damit arbeiten. Umschalten, hier große Monitore, kleine Monitore. Ich sehe dann hier schon, dass wie die Website sich in den jeweiligen Auflösung verhält. Hier ist zwar jetzt ein Tempo 3 Template, aber da brauchen Sie sich jetzt nicht dran stören. Dieses Responsive Design, das ich jetzt hier so mal vorgestellt habe, das ist von Twitter, das sogenannte Bootstrap Template, und das ist sehr erfolgreich und sehr bekannt, und dieses Bootstrap gibt es auch angepasst für andere CMS-Systeme und sieht da dann genauso aus und funktioniert dann auch sehr ähnlich. Ja, weil diese Darstellungsfähigkeiten sind nicht abhängig von dem eingesetzten CMS, sondern sind abhängig von dem CSS-Code und HTML5-Code, auf dem ich in den anderen Screencasting explizit oder separat nochmal eingehe. Ja, also was ich hier zeigen wollte, wie gesagt, war die Möglichkeit hier der Simulation verschiedener Endgeräte. Solche Testsoftware oder ähnliche Tools gibt es auch sehr viele im Internet, unterschiedlichster Art, unterschiedlicher Funktionalität auch, unterschiedlich komfortabel. Und auch da zeige ich vielleicht im weiteren Screencasting das eine oder andere nochmal. Eigentlich reicht das hier völlig aus, um einmal zu überprüfen, kurz zumindest, inwieweit eines dieser Templates hier auch tatsächlich responsive ist.
Ich habe ja hier, einen Moment, wo habe ich das jetzt gestartet? Ah, genau, da habe ich das gestartet. Ich habe ja hier eins mir gerade ausgesucht, bei Template Monster beispielsweise, habe ja diese Demo-Fotos aufgerufen, da kann ich mir jetzt die Internetadresse holen und gehe jetzt mal hier rein in diesen Simulator und gebe jetzt mal hier die Internetadresse an. Und da wird dann jetzt hier diese Seite geladen in diesen Simulator. Und ich sehe jetzt hier im Desktop-Bereich 1024er Auflösung, wird alles korrekt dargestellt. Ich schalte jetzt mal um auf das iPhone und sehe, voila, funktioniert auch. Ja, ist also tatsächlich responsive. Das heißt, auch hier, ähnlich wie vorhin in dem Beispiel, wird dieses Menü ausgeblendet und wird in einer anderen Form dargestellt. Im Gegensatz zu vorhin habe ich hier eine Dropdown-Box und kann hier jetzt unterschiedliche Seiten aufrufen. Ja? Auch hier sehe ich, dass alle Inhalte sofort auf der gesamten Breite dargestellt werden. Lediglich untereinander werden die Content-Elemente ausgegeben. Das ist jetzt wichtig, auch dass nichts skaliert wird oder verkleinert wird. Wenn ich jetzt hier mit dem Finger auf meinem Touchscreen draufklicke, kann ich auch den Link treffen. Die Abstände hier so zwischen den einzelnen Links sind groß genug, damit man die auch komfortabel auswählen kann. Ja. So kann ich jetzt hier unterschiedliche Geräte nochmal ausprobieren und schauen, ob die tatsächlich funktionieren. Auch hier bei so einem kleineren System, da sehe ich zum Beispiel, dass da eine Grenze erreicht ist. Ja, ich habe jetzt hier eine Auflösung aufgerufen von 240 Pixel in der Breite. Da gibt es dann Probleme. Auf 320 funktioniert es. Ja, hier sehe ich, das Menü wird eingeblendet bei 320. Schalte ich jetzt hier um auf 240, so ein altes Motorola, sehe ich, dass ich hier Schwierigkeiten habe. Also ich kann hier zwar noch dieses Menü auswählen, also zur Not ginge das hier auch noch. Aber ich sehe schon hier, dass diese Auswahlbox da schon nicht mehr so richtig angezeigt wird. Ja. Also wäre dieses Design hier für eine Mindestauflösung von 320 Pixel ausgelegt. Wie beim BlackBerry hier oder beim Apple iPhone und so weiter. Ja, da sieht man dann auch, der Abstand hier ist rechts und links gleich. Also sprich für Smartphones mit einer Auflösung von mindestens 320 Pixel in der Breite. Denke ich mal, ist auch heute eher Standard. Ist, glaube ich, vertretbar, könnte man mitleben. Ja, also dieses Werkzeug hier plus den Informationen, die ich zuvor jetzt Ihnen mitgeteilt habe, dass man beispielsweise hier kein Adobe Muse benutzt beispielsweise und auch keine Baukastensysteme sich aus Versehen drauf verirrt. Diese Designs, die kann man auch nicht auf der Festplatte speichern. Und dass man diese Designs, die man sich hier so irgendwo aussucht und herunterlädt, wenn man die dann gekauft hat, dass die dann auch wirklich auf der Festplatte liegen, so wie ich das vorhin gezeigt habe. Dass die dann noch hier tatsächlich die Dateien, die HTML-Dateien, die JavaScript-Dateien plus den CSS-Dateien, das sind die ganzen wichtigen Dateien, die letztendlich das Template selbst sind. Ja? Die müssen heruntergeladen sein komplett und in ihrer Hoheit liegen, also auf ihrer Festplatte. So, dann kann schon nichts mehr schief gehen. Jetzt kann man, wenn man möchte, hier munter durch die ganzen, ich mache das mal hier zu, durch die ganzen Angebote switchen, das mache ich auch mal zu. Jetzt bin ich hier auf der Template Monster Seite und könnte mich jetzt hier so durchnavigieren und könnte mir Designs angucken. Die kann ich hier natürlich erst runterladen, wenn ich es gekauft habe. Ja. Man sollte die dann sich also in Ruhe gut anschauen. Dran denken hier, dass man für den richtigen CMS dann auch schon sofort eine Auswahl macht. Ja, und dann kann man loslegen. So, was dann noch jetzt abschließend zu erwähnen wäre, ist, dass es natürlich auch unterschiedliche Browser gibt und darüber hinaus auch noch unterschiedliche Betriebssysteme. Ich würde jetzt die Betriebssysteme nicht differenzieren, sondern die unterschiedlichen Browser in der
dieser Seite hier haben wir gesehen, dass wir die Möglichkeit haben, unterschiedliche Auflösungen zu simulieren, um zu schauen, ob ein Design auch tatsächlich responsive ist, also sprich sich anpasst den unterschiedlichen Auflösungen. Das ist das eine, aber darüber hinaus gibt es natürlich auch noch unterschiedliche Browser. Ich habe jetzt hier in dem Fall den Mozilla Firefox benutzt. Es gibt darüber hinaus natürlich dann auch noch den Chrome-Browser. Darüber hinaus gibt es auch noch Opera. Auf der Windows-Ebene gibt es die gleichen Browser. Zusätzlich gibt es da noch den Internet Explorer. Und natürlich auch jeweils in unterschiedlichen Versionen. Internet Explorer Version 6 ist mittlerweile eine Version, die man völlig ignorieren sollte. Die ist völlig veraltet und man sollte sich da jetzt nicht verbiegen, um unter dem Internet Explorer 6 noch ordentliche Websites anzuzeigen. Aber so ab Internet Explorer 7 oder 8 sollte man auf jeden Fall kompatibel sein. Das heißt, man muss dann oder man kann sich hier so ein Design zum Beispiel im Live-Modus anschauen und dann sich die Internetadresse kopieren und dann nicht nur hier in der Responsive-Simulation anschauen, sondern darüber hinaus dann auch nochmal in den unterschiedlichen Browsern. Ja, also wie stellt sich die Website da? Im Internet Explorer, im Firefox, im Chrome. Die würde ich auf jeden Fall testen. Unerheblich ist auch nicht Safari. Safari ist der Standardbrowser unter dem Macintosh, also unter Apple. Dort gibt es allerdings dann auch Chrome und Firefox. Aber diese Browser würde ich dann auch testen. Ja, so, das soll es jetzt gewesen sein. Das grobe, umfassende Screencasting zum Thema Webdesign. Worauf ist zu achten? Welche Designs sind modern, welche Designs sind nicht modern. Ich bin jetzt, ohne die alte Schiene zu erläutern, direkt jetzt auf das Thema Responsive eingestiegen. Dass wer jetzt versteht, was Responsive Web Design ist, der versteht dann auch, was dieses alte Design ist. Ich kann mal hier gerade ein Beispiel zeigen, wenn damit dieses Thema dann auch abgeschlossen ist. Wenn ich hier jetzt auf einem Notebook oder Netbook mein Template anschaue, dann wird es ordentlich dargestellt, wie man sieht, alles wird angezeigt und sieht auch gut aus. Wenn ich jetzt hingehe und mir hier zum Beispiel von Muse so ein Demo-Template mal anschaue, ich rufe jetzt gerade mal eins auf, gerade das hier, ja, da habe ich dann hier so ein Preview und obwohl hier jetzt auch gezeigt wird, dass hier angeblich dann auch für alles da ist, ne? Für iPhone, also für Smartphone, für Tablet und für Website, also für Desktop-Rechner, dann schnappe ich mir jetzt hier auch die Internetadresse, kopiere mir die und gehe jetzt hier wieder in diesen Simulator rein, kopiere jetzt hier die Internetadresse rein und rufe die Seite auf. Und da sehe ich hier in der Netbook- oder Notebook-Auflösung wird alles dargestellt, sieht gut aus. Jetzt schalte ich mal hier oben auf ein iPhone und was sehe ich? Sehe, dass das nicht skaliert wird. Ja, das ist 320 Pixel und noch breit. Und ich sehe hier unten, dass ich hier einen Querbalken kriege. Ich müsste jetzt hier mit meinem iPhone ein paar Mal umsetzen. Man sieht hier, wie viel ich hier rüber scrollen müsste, um überhaupt hier dieses Menü zu sehen. Ja. Also das heißt, in diesem Sinne ist das kein sauber programmiertes Responsive Design. Auch hier sieht man, ich muss hier rüber scrollen, um die Inhalte zu sehen. Manche Smartphones, die gehen hin und skalieren einfach so eine Website. Wenn die merken, dass sie sich nicht skaliert, dann, also dass sie nicht umschaltet in einem kompatiblen Modus, dann wird einfach die gesamte Website, so wie hier, einfach runterskaliert. Das heißt, die ursprünglichen 1024 Pixel werden runterskaliert auf die 320 Pixel hier beispielsweise. Und dadurch wird natürlich alles um den Faktor 3 kleiner. Ja, die Schrift wird kleiner, die Abstände hier, die werden dreimal kleiner.
alles wird zusammengestaucht, die Schrift wird dementsprechend, die da, wo sie schon klein ist, auch nicht mehr richtig lesbar sein. Menüpunkte und so weiter, die sind hier so eng zusammen, dass man die nicht mehr so richtig antippen kann mit dem Touchscreen, etc. näher. Ja, das heißt also hier, wenn ich sowas vorfinde, auf iPhone hier umschalte beispielsweise und dann kommt hier so ein Scrollbalken nach rechts und links, Finger davon lassen, ist kein richtiges Responsive Design. Die schreiben zwar hier, dass das responsive ist und das ist auch tatsächlich responsive, aber das funktioniert anders. Das möchte ich jetzt nicht im Detail erläutern. Wenn man nämlich hier umschaltet auf einen tatsächlichen Android-Plattform beispielsweise, ich habe hier einen Samsung Galaxy 2 über VirtualBox gestartet, das ist ja also quasi eine Möglichkeit, einen Rechner innerhalb seines eigenen Rechners zu starten, also ein anderes Betriebssystem zu starten. Und dann sieht man hier, dass die Darstellung schon richtig funktioniert, aber halt eben nicht stufenlos. Und auch nur über eine sogenannte Hardware-Erkennung wird ein anderes Design geladen und gestaltet. Das heißt also nicht über die Auflösung alleine wird die Erkennung vorgenommen, sondern hier eben über eine gerätespezifische Erkennung. Das ist kein sauberes Responsive. Ja? Also ich habe es jetzt nochmal vorgeführt. Über diese Auflösungsgeschichte hier stellt sich das so dar, wenn Sie das hier so sehen, würde ich empfehlen, die Finger davon zu lassen. Ja, das ist eigentlich auch schon jetzt alles gewesen. Alle anderen Geschichten, wie zum Beispiel das Anpassen und Editieren von bestimmten Designs, so wie man das jetzt hier so sieht, Style Sheets anpassen, dann die Änderungen sofort betrachten im Browser und so weiter, kommen in einem separaten Screencasting. Das vielleicht bei Bedarf im Anschluss an dieses universelle Einleitungs-Screencasting von mir angeboten wird. Ich sage mal bis dahin viel Spaß beim Aussuchen und Experimentieren mit Ihren Webdesigns. Wenn Ihnen das alles zu viel ist und zu anstrengend oder Sie schlicht und einfach auch keine Zeit und Muße dafür haben, freue ich mich, wenn Sie mit mir Kontakt aufnehmen. Ich kenne mich mit diesen Dingen aus und kann Ihnen vernünftige professionelle Angebote machen. In diesem Sinne, Ihr Ralf Becker.